Ich bin die Ladina und komme aus der Schweiz und bin jetzt hier in Nepal in einem freiwilligen Projekt von Rainbow Garden Village. Was hast du für ein Projekt? In der Papierfabrik. Das ist ein Recycle-Projekt eigentlich, wo man aus Elephant-Dung Papier macht. Mhm. Und die machen da Bücher und Bilderrahmen und verschiedene Dinge aus diesem Papier. Das ist wirklich sehr schön. Und dann malen wir das auch an mit Farbe, verschiedene Designs und verkaufen das dann in einem Shop, der gerade auch bei der Fabrik ist. Und da bin ich eigentlich für alles ein bisschen zuständig. Also alle, die Volunteers machen eigentlich alles vom Papier selber machen, bis dann zu den Designs malen und auch verkaufen. Und machst du noch ein anderes Projekt? Ja, genau. Ich denke, nach ein paar Wochen werde ich dann zur Schule wechseln. Mhm. Das ist eine Primarschule hier in Nepal und da kann ich Englisch unterrichten wahrscheinlich oder einfach als Lehrerassistenz eigentlich wirken. Was gefällt dir an deinem Projekt besonders gut oder an deinem Aufenthalt bisher? Ich finde es sehr schön, wie man mit den Einheimischen in Kontakt kommt, mit den nepalischen Leuten, das ist sehr schön. Und auch, wie man halt nicht als Tourist behandelt wird, sondern wirklich als Volunteer. Und das respektieren die auch sehr hier, das finde ich auch sehr schön, weil es gibt auch sehr viele Touristen hier und man merkt schon den Unterschied, wenn man jetzt über eine längere Zeit hier bleibt und wenn man auch die Sprache ein bisschen spricht, das ist total schön, wenn man ein bisschen sich einleben kann. Hast du Unterricht genommen oder so in Nepali? Ja, genau. Ich habe einen Nepali-Unterricht gebucht bei einer Organisation Rainbow Garden Village. Den habe ich jetzt eher fortwährend so alle zwei Tage. Mhm. Was lernst du dann genau im Unterricht? Viele Fragen natürlich, so wo du herkommst, was ich mache und so weiter. Aber auch wenn ich in einen Laden gehe, wie ich da fragen kann, wie viel das kostet, ob die das und das haben. Wenn ich neue Leute treffe, dass ich die fragen kann, wer die so sehen, was die machen. War irgendwas besonders schwierig am Anfang in der Eingewöhnung? Also ich war zuerst eigentlich die einzige Volunteer hier, jetzt für eine Woche. Und das war zum Teil ein bisschen hart. Also man ist halt alleine hier und alles andere sind Nepali, die können alle Nepali sprechen und so. Und dann ist man schon ein bisschen ausgegrenzt auf eine Art, aber die sind auch alle so nett, dass man draußen wieder mit hineinkommt. Und die Straßen hier sind sehr anders. Also die Straßen sind sehr schlecht. Und das habe ich nicht erwartet. Also. Aber man gewöhnt sich auch ein bisschen daran. Und hast du irgendwelche Tipps für Volunteers, die sich interessieren? Oder was würdest du empfehlen, mitzunehmen zum Beispiel? Ja, gute Schuhe und so Sachen sind gut. Gute Hosen, die nicht zu warm sind und in denen man sich gut bewegen kann. So die Kleidung ein bisschen anpassen an das tropische Klima, weil es ja schon sehr schwül ist und sehr warm. Für Nepal denke ich, also es ist vielleicht gut, sich ein bisschen in die Religion einzulesen oder einfach sich, also wenn man auch ein großes Interesse daran hat, das hilft auch schon sehr, weil die sind auch sehr religiös hier. Mit dem Hinduismus und so, das ist auch total schön zu sehen. Und warum hast du dich entschieden, nach Nepal zu gehen? Für mich war die Religion, also der Buddhismus, ein Aspekt. Und ich war schon, also ich kannte Asien schon ein bisschen und ich wusste, dass es für mich eine schöne Kultur ist und einen schönen, auch die Menschen finde ich sehr toll hier in Asien allgemein. Deswegen wollte ich unbedingt zurück nach Asien gehen und Nepal, ja ich wusste auch noch gar nicht viel von Nepal, also ich kannte fast niemanden, der dort war oder so, also ich war wirklich nicht so verbunden mit Nepal, deswegen fand ich es auch noch spannend, dahin zu gehen, einfach mal für mich selber zu schauen, wie das hier ist und das hat auch gut funktioniert, das ist echt spannend, so alles neu zu entdecken. Okay, und warum bist du mit Rainbow Garden Village nach Nepal gegangen? Rainbow Garden Village war eine sehr billige Organisation für mich und das war ein Aspekt und ich fand auch die, also es war eine sehr sympathische Organisation, nicht so zu aufdringlich oder so freundlich, freundliches Auftreten und ja auch eher eine kleinere Organisation, das fand ich auch noch schön, es ist ein bisschen familiärer und ja. Das finde ich schön. Was findest du am besten hier? Was ist das Beste an deinem Zielland, wenn du jetzt überlegst? Das Beste an Nepal, das Essen ist sehr, sehr gut. Der Ort hier ist wunderschön, also wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Es gibt so viele Sachen. Die Leute finde ich auch wirklich total nett und ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja, ich denke so diese drei Sachen. Also was wäre deine beste Erinnerung bisher hier oder was denkst du, wirst du erzählen, wenn du dran denkst, was du erlebt hast hier?
Also das mit den Kontakt mit den Elefanten finde ich sehr schön, also wie die einfach wie also als ganz normales Tier hier behandelt werden und eigentlich auch angesehen werden. Also auf der Straße sieht man jeden Tag Elefanten. Das ist für mich jetzt noch sehr eindrücklich. Also ich bin erst eine Woche hier und das ist wirklich total schön, wenn man die auf der Straße rumlaufen sieht oder sowas. Und auch der Park allgemein an sich. Also der Nationalpark ist sehr, sehr toll mit all den Tieren und auch die Weite halt. Da wirklich nur Park ist und keine Häuser, gar nichts. Wir waren da Kanu fahren auf dem Fluss, das war sehr schön. Und ein Jungle Walk, wo man einfach im Dschungel rumgelaufen ist und dann ist man verschiedenen Tieren begegnet, das war auch sehr schön.